Und damit begrüße ich euch zurück zum RTL Biathlon. Jetzt die Verfolgung in Ruhpolding. Das letzte Rennen war, Johann, Katastrophe, ist ja schon fast auf hohem Niveau gemeckert hier. Wir sind Neunter geworden, aber da war natürlich viel, viel mehr drin. Machen noch ein bisschen Schießtraining, holen uns noch ein paar Punkte. Sie haben keine Zeit zu verlieren, schaffen Sie sich einen Zeitpuffer. Gut, das machen wir. Puffer esse ich generell gerne. So, holen wir mal einen Zeitpuffer. Ach Manno, warum schießt er dann auch nicht gleich? Und wo hole ich mir nur noch Zeit? Verlorene Zeit zurückholen. Hallo, ich will jetzt auch mal eine Scheibe treffen, eine normale. Eine Fahrkarte habe ich auch schon geschossen. Ganz schön kriminell bei der Deutschen Bahn, schießen immer Fahrkarten. Gott, dieses Publikum, das ist ja auch nichts Besseres zu tun, als wenn ihr privat trainieren, weißt du? Fährst du in den Wald und machst ein bisschen Schießtraining und hast dauernd irgendwelche Leute, die hinter dir herrennen und brüllen. Hallo, schieß doch. Gut, das macht einen echt warm fürs Schießen dann, aber ich bin im Wettbewerb dann... Alter, schieß doch. Immer noch 20 Sekunden Zeit. 15 Punkte brauchen wir, oder? Kommen zwei Scheiben, werden ja wohl jetzt noch kommen. Ja, yeah, wir hatten nur noch 20 Sekunden, das war echt schwer. So, maximale Punktzahl, Training, Training, Training. It's half the life. Jetzt nähern wir uns langsam der Bestform. So, komm, in der Verfolgung. Dass die anderen immer so mega gut starten, ist auch so ein Ding, was echt nervt. Na klar, natürlich. Tschüss, gell? War schön mit euch. Alter Verwalter. Schon auf Platz 11 zurückgefallen. Aber wie gesagt, wenn wir hier das Ganze ein bisschen kraftmäßig besser angehen... Ja, super, super. Läuft ja prima. Wo laufen die denn jetzt schon hin? Und hier vorne fahre ich eh wieder ins Eck. Okay, diesmal hat es besser geklappt, aber die nächsten Male wird es wahrscheinlich wieder schwieriger werden. So, hier können wir ein bisschen durchsprinten. Und hier kann man echt viel Zeit gut machen. Es wird wahrscheinlich eh wieder... falsch gewertet. Wir haben eine Sekunde Rückstand. Das wird dann wie im Sprint gewertet. So, hier sprinten die immer oder was die auch immer machen. Ich weiß nicht, auf jeden Fall verlieren wir hier wieder sehr, sehr viel Zeit. Ist dann auch gehoppt wie gesprungen. Alter Schwede! Na gut, in der ersten Runde sind die immer ziemlich ätzend. So, komm, jetzt fahr doch und lauf doch mal schneller, Mensch. Lieblingsspiel ist zurück. Nein, hier mache ich keinen Bergspezialisten mehr. Hat das letzte Mal schon nicht funktioniert. Jetzt laufen wir die da vorne wieder alle weg. Ja, war auch wieder ein toller Sprint. Und tschüss, Leute da vorne, gell? War schön mit euch. Jetzt haben wir wieder richtig Zeit verloren. Jetzt können wir gleich wieder ein bisschen was gut machen, aber es ist irgendwie zum Mäusemelken. Naja, dann versuchen wir mal liegend die Null zu schießen. Boah, wir müssen ganz nach vorne, diesmal ziehe ich aber weiterhin durch. So. Da sind die ersten... Huch, was war jetzt? Hätten wir irgendwas machen können. So, bitte die Null, bitte die Null, bitte die Null. Yes! Konzentriertestes Schießen ever. Oh, da vorne sind schon einige auf dem Weg. Ey, wir sind jetzt nicht wirklich noch Elfter. Ich verarschen.
Ja, natürlich. Mach's gut, gell? War schön mit euch. Ich glaube, die sind auch hier gerade gegens Eck gefahren. So, jetzt können wir wieder vorbeisprinten. Ja, aber die sprinten jetzt gleich wieder an uns vorbei. Wir sind momentan, wenn es ein Sprint wäre, wären wir richtig gut. Aber gut, jetzt verlieren wir gleich wieder läuferisch. Es ist, wie es ist. Man kann es nicht ändern. Bergspezialist hat aber Sinn gemacht dort. Ja, wie gesagt, hier in dem Eck hast du keine Chance. Da sprinten die an dir vorbei. Das ist wirklich null Chance. Ich meine, ich bin gerade mega im roten Bereich. Sind wir wieder auf 12 zurückgefallen. Aber wir machen auch wieder irgendwo anders Zeit gut. Von daher könnte es auch schlimmer aussehen. Wir können auch noch Kraft zurückholen. Stefan Kraft zurückholen. Thomas Kraft, der bei der Hertha auch nicht mehr spielt. Mann, Mann, Mann. Hallo, ich wollte gerade den Sprintspezialisten machen. Das kann ich einfach nicht den Sprintspezialisten machen. So, jetzt sind wir doch läuferisch wieder dran. So, lasst mich mal vorbei. So, komm. Da ist noch was drin. Da ist da noch was drin. Oje, ganz da vorne. Nee, Kraftspezialist nicht. Wir erholen uns jetzt beim Schießen. Und dann können wir den Kraftspezialisten danach nochmal einsetzen. Mach hinne! Wo fängt er denn jetzt an? Yes! Ab geht die Post. Komm, Tim, da ist noch was drin. Da ist noch was drin vorne. Da sind die ersten schon auf der Strecke. Ah, da gehen jetzt einige gerade erst in die Strafrunde. Wir haben uns auf Platz 4 vorgelaufen. Okay, auf Platz 5 vorgelaufen. Ja, auf Platz 6 vorgelaufen. Will die hier mal reinspringen? So, Kraftspezialist nochmal genutzt. Ja, aus dem Weg. Komm ich. Und jetzt hier vorne werden wir wieder überlaufen. Boah, wenn es ein Sprint wäre, wir würden hier so locker gewinnen. Wir sind 8 Sekunden besser als die Konkurrenz. Ja, klar, bremst doch noch mehr. Sportler des Jahres war sie wieder. Fairness-Sportler des Jahres. Ach, Manno. Ja, klar. Das ist so gemein jetzt. Das war echt ein gutes Rennen. Die Kräfte sind sehr, sehr schlecht gerade. Da werden wir jetzt noch durchgereicht. Hab zu viel Energie verballert, aber es ärgert mich auch gerade sehr. Boah, scheiße, wir haben echt nicht mehr viel Energie. Ich muss da jetzt echt aufpassen. Jetzt brechen wir sonst noch ein. Boah, wie mich das ärgert gerade. Nein, die Energie ist jetzt komplett weg, oder was? Nee, ein bisschen ist noch da. Komm, 7. Platz wenigstens. Können dann gleich noch sprinten. Ja, jetzt wie gesagt, habe ich es auch übertrieben. Fuck. Wie ärgerlich. Nein, komm, also wehe. Wehe, wir werden jetzt nur 9. Komm, Tim, gib nochmal alles. Oh, oh. Oh, oh, er bricht gerade komplett ein. Wo läuft der denn hin? Der ist durch die Balustrade Wir sind nur 10. geworden. Das ist doch nicht wahr. Das ist doch nicht wahr. Außer es wird wieder der Einzelwettbewerb gerechnet. Da sind wir 7. geworden. Alter Schwede, wie ärgerlich. Komplett Einbruch hinten raus, weil es mich einfach so abgefuckt hat. Es war tatsächlich bis zum 2. Schießen ein richtig gutes Rennen. Und danach war es mit der Energie einfach zu viel.
Aber wir werden als Siebter gewertet. Park. Naja, damit sind wir weiterhin Elfter. Ach Manuel. Fuck. Gib es doch nicht. So, ich bin auf jeden Fall mit Emotionen dabei, wie ihr merkt. Das hat mich jetzt gerade ziemlich angekotzt. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich weiß gar nicht, wo geht's denn dann hin? Wir schauen mal, wo es dann hingeht. Vielleicht Kontiolahti oder sowas. Und Antholz, auch schön. Da waren wir ja relativ gut. Da haben wir sogar Siegchancen. Sprint der Männer, oh ja, warum nicht? Wird wahrscheinlich die andere Strecke sein. Trotzdem haben wir da, denke ich mal, ganz gute Chancen. Also dann sehen wir uns in Antholz wieder. Dann gibt's den Sprint. Und ja, es war immerhin ereignisreich. Wie gesagt, die Kräfte habe ich mir jetzt hinten raus nicht eingeteilt, weil ich ein bisschen übermütig geworden bin. Zwischendrin sah es echt gut aus. Zwischendrin sah es wirklich gut aus. Naja, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und dann greifen wir das Podium in Antholz wieder an. Bis dann.